Thomas Cook ist pleite und die Condor braucht einen 380 Millionen Euro Kredit. Wie geht's der Branche? Bei mir Robert Halber von der Baader Bank, ja, nach der Air Berlin Pleite jetzt die Thomas Cook. Was ist mit der Branche los? Die Branche ist gar nicht so schlecht. Thomas Cook ist ein großes Einzelproblem. Sie sind massiv überschuldet. Sie haben zu viel gekauft. Gemischtwaren laden alles und vor allen Dingen der Brexit hat dafür gesorgt, dass viele Briten nicht mehr in Urlaub gefahren sind. Und diese Teufelsmischung aus drei hat dann das Genick gebrochen. Natürlich, der Konkurrenzkampf ist groß, aber solange gereist wird, und es wird gereist, ist die Branche nicht tot. Hat die Pauschalreise aber überhaupt Zukunft? Definitiv. Für viele Urlauber ist es ja sehr angenehm zu sagen, ich buche alles, meinetwegen den Flug und das Hotel und den Mietwagen. Das ist ja absolut einfach. Und dann kann man auch sagen, da hat der Reiseanbieter ja auch das Problem, wenn er nicht pleite geht. Das ist klar. Aber wenn der Reiseanbieter sich um alles kümmert, ist das ja sehr angenehm. Nein, ich denke, die Pauschalreise hat nach wie vor eine große Zukunft, weil sie auch im Vergleich günstiger ist. Wenn Sie nur mal für sich selbst zu Hause mal eingeben, der Flug einzeln, das Hotel einzeln, dann sind Sie mit der Pauschalreise fast immer günstiger dran. Nochmal zurück zu den Airlines. EasyJet und Ryanair als Billigflieger schaffen es ja auch profitabel zu sein. Warum schaffen das andere wie Thomas Cook oder wie vorher Air Berlin nicht? Thomas Cook ist ja auch Reiseveranstalter. Das heißt, sie haben ja viel mehr im Gepäck als jetzt die Flieger EasyJet oder Ryanair. Ryanair kooperiert ja nur mit Hotels, hat aber nicht unbedingt dann die eigene Verantwortung für die Hotels. Das ist natürlich sehr viel einfacher. Und natürlich, die Kosten werden gedrückt. Ja, also jedes kleine Übergepäck wird ja extra abgerechnet. Damit kann man sich dann einigermaßen über Wasser halten. Und das ist die Lösung für diese zwei. Wenn jetzt Player wie Thomas Cook verschwinden, wird das für die großen Player wie Lufthansa dann ein weiterer Siegeszug? Bei Lufthansa hat man schon nach Air Berlin Sekt getrunken. Jetzt, nachdem es Thomas Cook auch weg vom Fenster ist, kommt Champagner dazu, der besonders guten Sorte. Ja. Ist klar, Lufthansa wird alles dafür tun, dieses Konto an Land zu ziehen. Jetzt bekommt Konto zuerst mal diesen Überbrückungskredit und dann denke ich mir, wird Deutschland so schlau sein. Das waren sie ja nicht immer so in Berlin, die Wirtschaftspolitiker, aber dass man sagt, wir versuchen dann Konto wieder in deutsche Hände zu halten. Das heißt, Lufthansa wird im Blickflugsegment noch mehr Punkte machen können. Lufthansa freut sich. Sind Aktien momentan der Fluglinien interessant? Wir hatten ja bei British Airways gerade eher Schwierigkeiten beim Gewinn gesehen. Darunter litt auch die Lufthansa-Aktie. Die TUI ist nach oben gegangen wegen der Pleite von Thomas Cook. Wo steht der Markt von den Aktien her gesehen? Wir haben einen ruinösen Wettbewerb, gerade bei Luftlinien. Deshalb ist ja wichtig, dass die Luftlinien, auch jetzt Lufthansa mit Condor, nochmal im Billigfliegersegment etwas dazu bekommt, um wieder durchatmen zu können. Sie braucht nur eine gewisse Zeit, aber ich glaube, Lufthansa, muss man sich keine Sorgen machen. Sie haben jetzt viel Konkurrenz vernichtet, nicht Sie, aber Sie sehen eben, dass die Konkurrenz vernichtet ist. Ist der Kranich, der wird weiterhin seine Runden ziehen. Allerdings, es wird auch kein einfaches Spiel sein, weil die Konkurrenz gerade aus Asien und Arabien ist sehr hart. Mal gucken, ob der Kranich hier noch ein Nest auf der Börse baut. Danke Ihnen, Robert Halber von der Baader Bank. Und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer. Schauen Sie gerne auch auf unsere Webseite inside-wirtschaft.de und liken Sie unsere Social-Media-Kanäle. Yeah.